Nein, und hier ist dann der blaue Kristall. Da speichere ich jetzt einfach mal über den letzten Spielstand drüber. So. Und dann gehen wir hier weiter gucken. Ich bereite schon mal den Zauber vor, wenn wir uns danach mit dem Eiselementar anlegen. Teleporter lasse ich erstmal. Da wäre eine Statue von so einem Fliegevieh, also müssen wir auf jeden Fall durch den Teleporter, ja. Hier mache ich eine Markierung. Rotes X. Mimik. Teleport. Nebenbei. Oh, wir sind schon ganz schön weit tief. Merke ich gerade. Sewer Archives. Lexiconary. Trickwood Basement. Trickwood Tunnels. Ja, was ich sagen wollte, das ist wirklich schön gemacht mit dem ganzen Open World hier. Also, in einer der letzten Folgen war ich ja schon fast ein bisschen verloren. Wow. Weil ich nicht wusste, wo ich weiter sollte. Aber mittlerweile geht es ja einigermaßen wieder. So. Ja, du kannst nicht den Teleporter durchwerfen. Wow. So. Friss meinen Dispel. Miss. Und jetzt ist mein Pfeil weg. Okay. Kannst du nicht einfach sterben, dass ich das zu Ende erzählen kann, was ich erzählen wollte? So. Hier drüben ist kein Fall gelandet. Okay. Ist hier irgendwo einer gelandet? Sehe ich auch nicht wirklich. Ah ja. Also, was ich sagen wollte. Ich war ja in einer der letzten Folgen ein bisschen orientierungslos, wo ich weiter lang gehen sollte. Also ob ich in die Sewers gehen sollte hier oder weiter den Archiven machen sollte oder ob ich wieder nach Süden gehen sollte. Ah ja, hier war diese Schatzkammer und hier die Teleporter. Aber das hatte sich ja jetzt erledigt, nachdem ich ins Lexikanum gekommen bin. So, den Teleport hier, den können wir mal entfernen. Den brauchen wir ja nicht mehr. Das Rätsel haben wir ja hier gelöst. Gut. Aber ja, jetzt machen wir mal hier im Lexikanum weiter. Wow. Wow. Garstig. Noch garstiger. Und das Licht ist aus. Autsch. Ah. Der ist uns durch den Teleporter gefolgt. Das ist noch mieser. Wow, der kann sich wenigstens nicht teleportieren. Wow. So, so. Zwei Schaden. Wow. Warum nimmst du so viel aus wieder? Das ist, als ob die Gegner auch irgendwie schwieriger werden. Stirb endlich. So. Okay.
Habe ich vielleicht. Ups. Falsch. Habe ich vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, dass ich die Tür aufgemacht habe und einfach panisch rausgerannt bin? Werden wir ja gleich sehen. LP045. Und ja, die Anzahl der LPs steigt immer weiter, weil ich aus Paranoia immer abspeichere. Aber hey, ich spiele auf schwierig und im Iron Man Modus. So. Pilz. Ja, hier geht's weiter. So. Jetzt können wir da unten gucken, was da ist. Außer dem Hebel. Ah, der macht den Teleporter aus. Ist gut. Und das bringt uns jetzt was genau? Außer, dass wir hier rumgehen können. Und wahrscheinlich wieder eine Mimik freilassen. Genau. Autsch. Nach unten verfolgt uns die Mimik ja nicht, soweit ich weiß. Genau, aber sie lässt sich schön... eine von uns verpassen. Und ich lauf gerade in die Sackgasse, hä? Ja, ich lauf gerade in die Sackgasse. Ich dachte schon, sie kann mir nicht um die Ecke folgen. Aua. Oh, das war knapp. So. Ein Blow Dart und Plate Gauntlets. Dann bist du schon mal voll Platte, Kumpel. Das ist ja schon cool. Nee, halt, Stiefel fehlen noch. So. Wie sieht's bei der Nahrung aus mit allen? Du könntest was vertragen. Kriegst ein Ei. Ist schön nahrhaft. Und dann rasten wir mal kurz. Also ja, da war so gesehen nur die Truhe. Oder ist hier noch was? Nein, hier ist nichts mehr. Also teleportieren wir uns wieder hier raus. Wir können ruhig ein Stück weiter rauszoomen. Hier würde es nach einem Raum gehen. Und da höre ich auch schon wieder... mein Freund, das Elementar. Ist hier was? Hier sind nur ein paar Schuriken versteckt. In die Ecke drängen lassen ist nicht gut. Wow. Da ist mein Freund. So. Zurückziehen. Ah. Wow. Ah. Ich sollte das lassen, diese Versuche mit dem Nahkampf. So. Ich sehe zwar nie, wie viel Schaden das macht. Wow, nicht wieder in die Ecke drängen lassen. Sondern hier raus, genau. Das ging daneben. Edge Patch. So. Ach, das ist gar kein Teleporter in dem Sinne. Ich habe so das Gefühl, das ist dieses Ding hier. Ja, das können wir einfach mal testen. So, wo bist du hingeflogen? Ich habe nämlich so das Gefühl, du fliegst da irgendwie, genau, da rein. Da wäre mein Pfeil.
Ah. So kann ich den Dinger bewegen. Okay. Du mach mal neues Licht. Sicher ist sicher. Dann gucken wir, bevor wir den Teleporter, das Teleporter-Rätsel hier weitermachen. Übrigens habe ich so das Gefühl, dass hier dieses I dare you irgendwo ist. Also dieses Wag ist nicht. Wo war denn das nochmal? War das hier rum? Das kann auch hier rum gewesen sein. Bin ich dann da so nah dran? Ja, fast. Okay. Du bereitest schon mal dein Dispel vor. Was ist hier drin? Hier drin ist auf den ersten Blick erstmal nichts, außer einer Fackel und einem Knopf. Ach ja. Bolzen. Die kannst du mal nehmen. Mirror Chestplate. Light Armor. Resist All. Okay, das ist was für dich. Was kannst du mal abgeben? So, das da. Dann kannst du 8 Protection. Das da mal nehmen. Dann bist du immer noch überladen. So bist du überladen. Und so du. Dann wirf mal dieses Ding hier weg und iss einfach mal was. Kannst du dann das da noch tragen? Nein. Die werden nichts bringen, wenn ich sie wegnehme. Ja doch, da muss der hier halt da bleiben. Der bringt mir eh nichts mehr. So. War das alles hier drin? Ja, hier kann ich in den Feuerballraum reingucken mit der Mimik. Da höre ich die Ratten. Hier höre ich sie sogar sehr deutlich. Und hier kann ich sogar in irgendwas reinklotzen. Jetzt nicht ernsthaft. Das war einfach einmal im Kreis gelaufen. Ich glaub's nicht. Ja. Was ist hier hinter? Hier ist ein Weg nach unten und hier hinter ist einfach noch ein Weg. Okay. Merke, hier sind zwei Wege, die wir noch gehen können. Und hier ist noch das Teleporter-Dings hier. Das hat für mich jetzt aber erst einmal Vorrang. Jetzt muss ich irgendwie den ganzen Weg wieder zurückgehen. Da habe ich schon mal etwas, was stark ist und etwas, was fliegen kann. Hier nichts. Hier war das I dare you wahrscheinlich. Glaube ich jedenfalls. So, jetzt ist hier die Frage. Wenn ich hier eine Fackel reinlege. Dann landet sie einfach dort. Okay. Ich probiere mal Folgendes. So, ich werfe jetzt hier eine Fackel durch. Wo landet die dann? Das hat wohl nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Schurike?